Hallo liebe Hungrige, Annie vom Kanal Annie Backen und Kochen hat eine kooperative Woche zum Thema Low Carb ins Leben gerufen. Insgesamt 6 Kanäle sind daran beteiligt, alle sind in der Infobox und am Ende verlinkt. Es lohnt sich unbedingt diese Woche zu verfolgen. Annie hat diesen Reigen gestern mit schicken Low Carb Pancakes begonnen und ich möchte ihn heute mit diesem leckeren Pilz-Käse-Omelett fortsetzen. Die ganze Sache ist auch recht einfach und wir brauchen dafür Eier zum Würzen, Salz und Pfeffer, Champignons, Schinkenspeck oder Baconwürfel, etwas Butter, Öl, einen Camembert und etwas frischen Thymian. Zuerst schneiden wir die Champignons, die ich lediglich mit einer Handbürste etwas abgeputzt habe, in dünne Scheiben. Danach werden die Blättchen vom Thymian abgezupft und in Abhängigkeit von der Größe noch etwas gehackt, zum Beispiel mit einem Wiegemesser. Den zerkleinerten Thymian geben wir zu den Eiern, salzen und verrühren die Eier gründlich. Den Camembert schneiden wir nur noch in dünne Scheiben und damit sind die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Jetzt erhitzen wir in einer Pfanne ca. 2 Esslöffel Öl. Wir geben die geschnittenen Pilze hinein und ebenso die Schinkenwürfel und braten nun bei starker Hitze alles für ca. 3 Minuten an. Dabei die ganze Zeit rühren, abschließend mit Pfeffer und Salz würzen, nochmals durchrühren und die Mischung in eine Schüssel oder auf einen Teller geben. Die Pfanne nur mit Küchenpapier auswischen und gleich weiterverwenden, nochmals etwa 1 Esslöffel Öl hineingeben und die Butter. Und nachdem alles erhitzt ist, geben wir die Eier hinein. Die Eier lassen wir nun bei reduzierter, mittlerer Hitze stocken. Sie sollen also an der Oberfläche noch nicht fest, aber auch nicht mehr ganz flüssig sein. Darauf kommt nun die Mischung aus Champignons und Schinken. Wir verteilen diese und lassen alles für weitere ca. 2 Minuten stocken. Dann verteilen wir, allerdings nur auf der einen Hälfte des Omelettes, den geschnittenen Käse und klappen die andere Hälfte des Omelettes darüber. Alles wird nun für weitere 3 bis 4 Minuten gebraten, bis der Käse ganz oder teilweise geschmolzen ist. Und dieses kann unterstützt werden, indem wir die Pfanne abdecken, entweder mit einem Deckel oder auch, so wie ich, mit einem Holzbrett. Damit ist unser Omelett fertig und es kann serviert werden. Es ist ja eine recht große Portion, die entweder einen wirklich Hungrigen satt macht oder auch halbiert werden kann. Garniert vielleicht noch mit einigen Tomatenscheiben und etwas vom frischen Thymian. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung dieses Low Carb Gerichts und dann recht guten Appetit. Und falls ihr euch nochmal Annies Pancakes anschauen oder schon mal in den anderen Kanälen stöbern möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Und, falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.